Der harte Lockdown ist da. Ich hatte darüber berichtet, der Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, mit dem Appell an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, möglichst Homeoffice zu ermöglichen. Jetzt gibt es wohl die dort angekündigte Verordnung im Entwurf. Die FAZ berichtet zum Beispiel darüber, die eine krasse Pflicht mit Bußgeldbewährung bis zu 5.000 Euro für jeden Einzelfall vorsieht. Darüber berichte ich in diesem Video und darüber auch, kann so etwas überhaupt zulässig sein? Wäre das verfassungsgemäß? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und sage euch hier immer, dass Homeoffice ein Einverständnis des Arbeitnehmers voraussetzt, dass es auch keine Verpflichtung der Arbeitgeber geben kann, und habe immer gesagt, ich bin gespannt, was für ein Gesetz der Arbeitsminister hier bringen will, was so eine Pflicht konstituiert. Denn wir haben durch die Homeoffice-Verpflichtung massive Grundrechtseingriffe in die Grundrechte des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers und völlig unbeteiligter Dritte, nämlich die Leute, die mit dem Arbeitnehmer in einer Wohnung wohnen, die ja auch Grundrechte haben, Artikel 13 an der Wohnung, und mit denen überhaupt kein Vertrag besteht. Und wenn der Arbeitgeber jetzt die Arbeitnehmer in Homeoffice zwingen kann aufgrund dieses Gesetzes, ja, dann wäre das ein Problem. Jetzt sagt der Gesetzgeber aber, naja, nur wenn der Arbeitnehmer bereit ist. Aber nun ist der bereit, der Arbeitnehmer, und geht in Homeoffice. Und was ist denn jetzt mit dem Dritten, der da plötzlich einen fremden Arbeitgeber in seiner Wohnung hat, nun vielleicht nicht live, aber per Videoschalte. Ja, das will der vielleicht nicht. Also das ist ganz, ganz unausgegoren, das ganze Thema. Und mitten in diese Corona-Diskussion jetzt mit Verordnung soll jetzt also der Arbeitgeber in diesen Fällen verpflichtet sein, wenn der Arbeitnehmer einverstanden ist, und wenn er es nicht macht, mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Jetzt müsst ihr natürlich sehen, pro Verstoß würde das ja sein. Das heißt, wenn der Arbeitgeber es einmal macht und es wird dann festgestellt, geht nicht, kriegt er 5.000 Euro. Aber wenn er es nicht ständig macht, dann würde er wie so ein Dauerverstoß wahrscheinlich mehr Bußgeld bezahlen müssen. Das könnte sich dann wahrscheinlich keiner leisten. Wie soll das gemacht werden? Die Behörden sollen vor Ort die Betriebe, so ist es in diesem Entwurf, so berichtet es die FAZ, ich kenne den Entwurf momentan nicht, ja, die sollen in den Betrieben prüfen, ob Homeoffice möglich ist, und sollen dann für den Betrieb Homeoffice anordnen. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt kommt also das Ordnungsamt in unsere Anwaltskanzlei und sagt mir jetzt hier, dass für diesen Laden hier Homeoffice geht. Ich meine, wir tüfteln seit einem Jahr hier dran, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit. Ja? Wir tüfteln wirklich die ganze Zeit daran, Homeoffice maximal zu ermöglichen. Nur, die Gerichte arbeiten weiter, die Fristen laufen weiter, die Mandanten rufen weiter an, Kündigung, das boomt alles. Ja? Wie will denn jetzt ein Ordnungsamt mir erklären, der ich hier seit im Fach bin und seit einem meinen Betrieb kenne und seit mit meinen Mitarbeitern hier wirklich schon lange dann tüfte, im eigenen Interesse, wir wollen ja Homeoffice, weil wir wollen ja keine Ansteckungsgefahren hier im Laden, wie wollen die mir das erklären? Und wenn die das täten, würde ich natürlich dagegen klagen. Dann werde ich zum ersten Mal in meinem Leben auch gegen eine Maßnahme klagen, weil das wäre ich gezwungen, schon für meine Mandanten, weil der Betrieb würde hier so nicht mehr funktionieren. Alle Fristen, alles läuft weiter, da kümmert sich überhaupt keiner drum, um die Folgen. Ja? Also an meinem Beispiel gesagt, schwer vorstellbar, dass das verfassungsgemäß sein soll. Und mit diesen massiven Eingriffen. Kann man sagen, na gut, Anwaltskanzlei, fangen wir woanders an. Aber niemand blickt doch, und vor allen Dingen kein Ordnungsamt, durchblickt doch einen Betrieb so sehr, dass es überhaupt hier eine Einschätzung vornehmen kann. Das ist nicht möglich. Was wollen die denn machen? Den Arbeitnehmer fragen, sag mal, kannst du im Homeoffice sagen, arbeiten? Der Arbeitnehmer hat sowieso keinen Bock zu arbeiten und sagt, ja. Auf der Basis will man dann die Entscheidung stützen. Oder die gucken, das sind ja Computer, dann können die auch im Homeoffice arbeiten. Also für mich absolut nicht vorstellbar, wie ein Ordnungsamt das hinbekommen will. Also niemand, ich will keinem Mitarbeiter irgendeines Ordnungsamtes zu nahe treten, aber das würde ich mir nicht mal zutrauen. Ich bin Arbeitsrechtler und kenne viele Unternehmen und deren Probleme und Abläufe. Ja, ich würde mir das nicht zutrauen.
Das ist nur das eine Problem. Ein anderes Problem ist, ich sagte ja, es sind, wenn man so eine Anordnung macht oder so eine Verordnung macht, dann sind da mit massive Grundrechtseingriffe in die Grundrechte des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers und völlig unbeteiligter Dritter, nämlich zum Beispiel der Mitbewohner des Arbeitnehmers verbunden. In massive Eingriffe. Nun kann man sagen, die ganze Zeit haben wir in Corona massive Grundrechtseingriffe, in noch viel wichtige Grundrechte, kann man machen. Nur, das Problem ist, die müssen ja gerechtfertigt sein. Und ich habe bis heute keine einzige Statistik gesehen, wonach sich in den Unternehmen, wo es diese Hygienekonzepte, diese strenge Limitierung gibt und wo es auch eine Kontrolle gibt und wo man es auch organisieren kann, sich mehr Leute anstecken als zu Hause, wo die Kinder aus der Kita oder Schule kommen, Corona mitbringen und völlig ungeschützt in der Familie auf engstem Raum die Leute den ganzen Tag in geschlossenen Räumen sich aufhalten. Jetzt kann man sagen, na gut, für viele andere Maßnahmen hatten wir auch keine Gutachten. Ich habe ja immer gesagt, die Entscheider haben ja einen Beurteilungsspielraum. Nur im Rahmen des gesunden Menschenverstandes. Und wie will man diese Argumentation widerlegen? Alles, was ich höre von anderen, wo Leute, Unternehmen, Pflegeheime, Krankenhäuser selbst eine Nachverfolgung machen, weil die Behörden nicht hinterherkommen, höre ich immer, die Ansteckung erfolgt privat. Tja, wieso dann Homeoffice? Der Homeoffice ist auch dann gefährlicher, als wenn die im Büro arbeiten. Ich glaube nach wie vor, dass ein Mitarbeiter, der im Homeoffice arbeitet, gefährdeter ist, Corona zu bekommen, als in der Zeit, wenn er in derselben Zeit beim Arbeitsplatz ist. Man könnte über den öffentlichen Nahverkehr, also wie kommt er dahin reden, man könnte darüber diskutieren, dann muss man das tun, muss man da die Beschränkungen verschärfen. Aber allein der Umstand, ob ich am Arbeitsplatz arbeite oder zu Hause, das ist aus meiner Sicht Mumpitz. Tut mir leid, ich habe mich noch über keine Maßnahme bisher so geäußert, aber das jetzt mit dem Bußgeld zu machen, ist nicht nachvollziehbar. Da ist die Grenze erreicht. Danke für die Aufmerksamkeit, abonniert gerne den Kanal, ich bleibe an dem Thema dran. Ich weiß, viele werden das nicht gut finden, aber trotzdem, wenn du mit der Information was anfangen kannst, gib mir ruhig einen Daumen hoch, einen Solidaritätsdaumen. Ja? Und schreib mir gern deine Probleme, deine Fragen zum Thema Homeoffice da unten rein. Ich werde sie beantworten. Tschüss.